Hallo zusammen, heute mit einer neuen Folge Wie spiele ich? Und zwar, wie spiele ich Dragon Parks? Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es darum, einen Drachenpark herzustellen und am Ende von 3 Runden die meisten Besucher angelockt zu haben. Denn dieser Spieler gewinnt dann die Partie. Wie das Spiel aber im Einzelnen gespielt wird, das verrate ich euch jetzt kurz und knapp und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Zunächst einmal erkläre ich euch den Spielaufbau und im ersten Schritt legt ihr den Saisonmarker auf das erste Feld des Trendbretts und die legendären Drachenmarker auf das vorgesehene Feld. Jeder Spieler erhält 3 Inselkarten, eine doppelseitige Übersichtskarte und 5 Besucher. Die restlichen Inselkarten werden für diese Partie nicht mehr verwendet und die könnt ihr zurück in die Schachtel legen. Danach werden die Drachenkarten gut gemischt und jeder Spieler erhält davon 4 Karten. Und dann können wir auch schon mit der Partie beginnen. Eine Partie wird über 3 Saisons gespielt und jede Saison läuft immer wie folgt ab. Alle Spieler schauen sich gleichzeitig ihre 4 Drachenkarten an, suchen sich eine Karte aus und legen sie verdeckt vor sich ab. Und sobald alle Spieler eine Karte ausgewählt haben, decken sie diese Karte auf und platzieren sie auf eine der 3 Inseln. Dabei müssen die Drachenkarten so platziert werden, dass die Bilder richtig herum liegen. Darüber hinaus ist es so, dass jede Insel 5 Felder zeigt. Und es zählen immer nur die Bilder, die zu sehen sind. Und wenn man eine Drachenkarte ablegt, können verschiedene Effekte eintreten. Diese seht ihr auch hier oben auf eurer Übersichtskarte. So ist es zum Beispiel so, dass wenn ihr einen Drachen auf ein Ei legt, ihr 2 Besucher bekommt. Und Besucher sind in diesem Spiel Siegpunkte, denn wer am Ende von 3 Saisons die meisten Besucher hat, gewinnt die Partie. Und da der Spieler in unserem Beispiel ein Drachenei überdeckt hat mit einem Drachen, bekommt er als Belohnung 2 Besucher. Des Weiteren gibt es auch wütende Drachen. Diese erkennt ihr an dem roten Auge. Und wenn ihr im späteren Spielverlauf einen wütenden Drachen mit entweder einem Schaf, einem anderen Drachen oder einem Drachenei überdeckt, so verliert ihr einen Besucher. Und nachdem jeder Spieler eine Drachenkarte ausgesucht hat und gegebenenfalls Besucher gewonnen oder verloren hat, werden alle Drachenkarten im Uhrzeigersinn weitergegeben. Und diese Schritte werden so oft wiederholt, bis jeder Spieler in einer Saison 3 Drachenkarten ausgespielt hat. Die letzte Drachenkarte jedes Spielers kommt dann auf einen Ablagestapel. Dann kämen wir zur nächsten Phase und in dieser Phase werden die folgenden Schritte der Reihe nach ausgeführt. Und zwar wird im ersten Schritt geschaut, welcher Spieler die meisten blauen Drachen auf seinen Inseln hat. In unserem Beispiel hat dieser Spieler 2 blaue Drachen und der Spieler nur einen blauen Drachen. Und derjenige, der die meisten blauen Drachen hat, erhält 3 Besucher. Im zweiten Schritt wird geschaut, wer die meisten gelben Drachen auf seinen Inseln hat. Und derjenige bekommt als Belohnung einen legendären Drachenmarker. Sollte es hierbei einen Gleichstand geben, so erhalten alle betroffenen Spieler einen legendären Drachenmarker. Und sollte kein Spieler einen gelben Drachen auf seinen Inseln haben, so erhält niemand einen legendären Drachenmarker. Im dritten Schritt geht es um den beliebten Drachen. Und in jeder Saison liegt eine bestimmte Drachenart im Trend. In der ersten Saison ist das der lilane Drache, in der zweiten Saison der grüne Drache und in der dritten Saison der rote Drache. Und für jeden beliebten Drachen, also in der ersten Saison für jeden lilanen Drachen auf den Inseln, erhält jeder Spieler 2 Besucher. Dann kämen wir zur Inselwertung und dabei schaut man sich jede Insel einzeln an und zählt die Anzahl der unterschiedlichen Drachenarten auf dieser Insel. Und je nachdem, wie viele unterschiedliche Drachenarten ihr pro Insel habt, bekommt ihr auch unterschiedlich viele Besucher. Wenn ihr 2 unterschiedliche Drachenarten auf einer Insel habt, so bekommt ihr 1 Besucher. Habt ihr 6 unterschiedliche Drachenarten, so erhaltet ihr 13 Besucher. Und es gibt in diesem Spiel 5 Grunddrachen, also es gibt den blauen, gelben, roten, grünen und lilanen Drachen und den legendären Drachen. Und diesen platziert ihr, wenn ihr ihn bekommt, über eine eurer 3 Inseln. Und dieser Drache zählt dann als unterschiedliche Drachenart. Und so könnt ihr auf die eben angesprochenen 6 unterschiedlichen Drachenarten kommen. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass der legendäre Drache pro Inselwertung nur einmal gewertet wird und danach zurück auf das Trendbrett gelegt wird. Und das würde in diesem Beispiel dazu führen, dass der Spieler für die Insel einen Besucher bekommt, für diese Insel ebenfalls einen Besucher und für diese Insel ebenfalls einen Besucher. Und der Spieler erhält für diese Insel einen Besucher und für die anderen beiden Inseln leider keinen Besucher, da man keinen Besucher anlockt, wenn sich nur einer oder sogar kein Drache auf der Insel befindet. Danach kämen wir zur Drachenfütterung und damit kämen auch die Schafe ins Spiel. Und zwar zählt man zunächst einmal die Drachen zusammen, die sich auf den Inseln befinden. Also in diesem Beispiel wären das 4 Drachen. Dann schaut man sich an, wie viele Schafe man hat. Und man muss mindestens so viele Schafe haben, wie sich Drachen auf der Insel befinden. Also in diesem Fall
müssten sich 4 Schafe auf den Inseln befinden. In unserem Beispiel befinden sich 6 Schafe auf den Inseln und somit werden die Drachen versorgt. Der andere Spieler hat 6 Drachen und 7 Schafe, also hat er auch genug Schafe zur Verfügung. Aber sollte ein Spieler weniger Schafe haben als Drachen, so verliert er pro fehlendem Schaf einen Besucher. Und damit kämen wir zum Saisonende und hierbei wird der Saisonmarker ein Feld nach rechts bewegt und jeder Spieler erhält erneut 4 Drachenkarten. Dann würde eine neue Saison starten, die genauso abläuft, wie ich euch gerade erklärt habe. Wichtig, die Drachenkarten, die ihr in vorherigen Runden ausgespielt habt, bleiben auf den Inselkarten liegen. Und der Spieler, der dann nach 3 Saisons die meisten Besucher bzw. Siegpunkte eingesammelt hat, gewinnt die Partie. Das sind die Regeln zu Dragon Parks und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln, wie das Spiel im Einzelnen gespielt wird. Und damit bleibt mir jetzt noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!